Liebe Sonnenklar-Freunde, herzlich willkommen bei uns in Ägypten am Roten Meer von eurem Urlaubschecker Andreas Diefenbach. Sie kennen uns ja, wir berichten regelmäßig live aus den Hotels. Wir gehen durch die Hotels, senden Ihnen Urlaubsfeelings nach Hause. Und das möchten wir natürlich auch in der jetzigen Zeit tun und möchten einfach auch einmal Stellung nehmen dazu, was hier in Ägypten alles umgesetzt wurde, damit Sie, liebe Gäste, einen tollen Urlaub über Sonnenklar TV hier buchen können. Man hat die hygienischen Richtlinien, die hier vom Government auferlegt worden sind, wirklich mit größter Sorgfalt und mit großem Engagement umgesetzt. Und da stehe ich wirklich auch dahinter, denn sowohl meine Frau Astrid als auch ich sind ja regelmäßig in den Hotels. Die sind schwerpunktmäßig auch vom TÜV Nord mit zertifiziert worden, zusammen mit dem Ministry of Health, mit dem Gesundheitsministerium. Und ich kann Ihnen versichern, die Hotels und die gastronomischen Betriebe hier in Ägypten nehmen das sehr ernst. Also man nimmt das nicht auf die leichte Schulter, weil man möchte natürlich die Gäste wieder zurückhaben. Man möchte wieder Leben in den Hotels und in den Cafés haben, unabhängig davon, dass es ja die Lebensader der Menschen hier am Roten Meer ist, der Tourismus, freuen Sie sich natürlich auch auf die Touristen. Und jeder, der hier schon Urlaub gemacht hat, kennt die Gastfreundschaft der Ägypter und genießt das natürlich auch in vollen Zügen. Also das geht schon am Flughafen los, dass man wirklich auf die Sicherheitsabstände Wert legt. Es werden Masken im Flughafen getragen. Im Moment haben wir sogar eine Visumsbefreiung. Das heißt, wer im Moment einreist, muss noch nicht mal die Visumsgebühren bezahlen. Die sind erlassen worden vom Staat. Dann geht es weiter zum Reiseleiter, der einem am Flughafen schon empfängt. Es werden extra mehr Busse eingesetzt, damit man einen Abstand auch im Bus einhalten kann. Und es geht weiter im Hotel mit Desinfektionen, mit Händedesinfektion. Dem Gast wird freigestellt, ob er eine Maske tragen möchte, aber man stellt es ihm zur Verfügung. Man überlässt es also Ihnen. Und da ist auch Ihre Eigenverantwortung natürlich ein bisschen gefragt. Und am Pool und am Strand hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Also man muss nicht groß Einschränkungen machen, denn es waren vorher auch immer zwei Sonnenstühle unter einem Schirm gestanden. Diesmal achtet man eben darauf, dass nicht große Gruppen sich unter einem Schirm bilden. Und da bitte auch nochmal an Sie appelliert, Ihr Eigenverantwortung. Und ein Sicherheitsabstand oder Social Distancing, wie man es nennt. Ich meine, ich habe früher immer gesagt, das war früher der Diskretionsabstand. Wir kommen einfach wieder dahin zurück und das ist schön, wenn das respektiert wird und eingehalten wird. Es geht dann auch weiter im Restaurant. Im Restaurant wird dann auch die Temperatur gemessen. Das wird also jedes Mal gemacht, wenn Sie das Hotel verlassen, wieder zurückkommen ins Hotel, wird Temperatur gemessen, wenn Sie also in der Stadt waren oder einen Ausflug gemacht haben oder wenn Sie ins Restaurant gehen. Da ist auch Händedesinfektion am Eingang vom Restaurant. Auch im ganzen Hotel findet man überall Desinfektionsstationen, sodass man sich zwischendrin immer mal wieder die Hände desinfizieren kann. Und auf dem Tisch im Restaurant, die Tische auch großen Sicherheitsabstand oder Social Distancing, auch bei den Tischen wird eingehalten. Die Tische dürfen mit maximal 6 Personen belegt werden momentan. Aber das sind alles Momentaufnahmen. Es wird ja täglich auch ein bisschen gelockert. Von daher sind wir sehr positiv, dass wir bald wieder dahin zurückkommen, wo wir im Prinzip aufgehört haben, dass man ohne große Einschränkungen seinen Urlaub genießen kann. Und die Einschränkungen, die wir jetzt haben, die sind wirklich akzeptabel. Ich verspreche Ihnen, Sie werden einen tollen Urlaub haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Buchen. Es geht ja jetzt langsam wieder los, dass gereist werden darf und ganz bald auch natürlich wieder im Pauschaltourismusbereich. Und wir freuen uns, Sie bald wieder hier am Roten Meer begrüßen zu dürfen. Vielleicht sogar persönlich in dem ein oder anderen Hotel, aus dem wir berichten. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und auf ein Wiedersehen in Ägypten.